Familien warten vor den Toren dieser Haftanstalt in der myanmarischen Metropole Yangon auf ihre Angehörigen. Die Militärjunta lässt anlässlich des buddhistischen Neujahrsfestes mehr als 1600 Gefangene frei. Ein aus dem Gefängnis entlassener Insasse berichtet unterdessen, dass unter den Freigelassenen keine politischen Gefangenen und Demonstranten seien. Nur Kriminelle seien auf freien Fuß gesetzt worden. Die Freilassung von Gefangenen zum Neujahrstag hat in Myanmar Tradition. Im vergangenen Jahr waren auf diesem Wege 23.000 Häftlinge freigelassen worden.